Yo, yo Leute. Wir sind zurück hier in Monster Free Night. Und zeig mal deinen Status. Hab ich doch gerade eben. Alle deine Sachen zeige ich. Nein, jetzt hat die Juwelen drauf sind. Das Leute gibt es nicht zu dämlich, sind einmal in deinen Boxen wird erfunden. Ja, okay. Ja, fertig. Also, wir sind wieder back und jetzt müssen wir nur eine einzige Quest machen. Da können wir. Und zu episch wird auch so ein welche wir natürlich noch nicht verraten, dann Spoil. Und ja, das ist ja. Die Quest Shengauren, der sich nähernde Gau. Und Iopray. Und man muss Iopräser jagen, natürlich. Albert startet, wir machen wieder ein Race. Albert hat vorhin schon Blinderfisch gekauft, ein paar. Ja, ein paar. Deswegen sind wir wie so arm. Und soll ich den Butter mitnehmen, damit wir tauschen können, genau. Was? So ein Pause kurz machen, einfach dann. Mal Pause, ja. Ja, also Albert startet, ich drehe ihn zu. Ich habe nämlich ein bisschen Tabak besorgt. Das ist genug für lange Zeit. Und ich drehe jetzt nicht. Oh, wir sehen das epische Video, das wird nicht weggeklickt wird. Wir sehen die Fahne wehen, die nichts bringt. Und hier ein Loch im Fels. Irgendwie keine Hunter da, wo eigentlich welche sein müssten. Und wir sehen nichts. Oh mein Gott, das ist Shen. Best. Oh nein, das ist eine Stadt. Das ist in dieser ekligen Fort. Eklig. Ja, das ist wieder ein lustiger Quest. Das ist wieder 25 Minuten lang. Wir gehen auch hier so ein bisschen faul leben. Egal, Meister Kantorex, welchen wir später noch ausführlich grüßen werden, ja. Hat uns gesagt, wir sollen den Donnerhammer benutzen. Deswegen nutzen wir ihn und weil es ist, glaube ich, der beste Hammer auch mit Rodamage. Das war cool, aber schon mehr als 1000 Schaden. Ja, und mit unseren Skills scheint er der beste zu sein. Weil unsere anderen, wir hatten zwar verhältnismäßig auch Feuerelemente, welche gut sehr effektiv Feuer und Drache gegen das Viech benutzen, aber unsere Drachen und Feuerwaffen sind noch nicht genügend ausgereift. Ja, wir könnten zwar diesen Feuerhammer benutzen, aber das sind wir zu faul, den aufzubessern. Ja. Und das ist hier schön gehoben. Und ich denke, wir haben jetzt genug gesehen von den Videos. Ja, man hat es ja nochmal gesehen, im alten Welt nicht nochmal gesehen. Ja. Und hier macht er seine komische Attacke. Und jetzt startet Albea und man fängt an mit dem Tabak-Gesicht. Das macht der Attacke. Ja, wenn man Bow hat, dann kann man dann schon. Ja, dann muss man ein bisschen weggehen, weil sonst trifft es einen mit diesem Attack. Albea holt am besten schon mal die Sache aus der Box, genau. Und die anderen Bocken kann man in seinem Anus platzieren, in seinem Mund. Ja, das ist. Was ja irgendwie das gleiche ist bei dem Vieh. Stimmt, hat irgendwie keinen Arsch. Hat's nicht. Ja, nein, das ist unter in diesen Panzer gefahren. Nur wie ein Scheiß, wird eigentlich in diesen Panzer gelangt und platzt der alles da. Du siehst, was das Zeug, was er rausschießt. Yeah, so wie so ein Dünnschiss. Na, okay, getrocknet gelber. Wir wollen nicht weiter auf dieses Mysterium eingehen. Ja. Ich drehe jetzt hier gemütlich und der labert nicht. Ich laber gar nicht. Ich labert. Ja, auf jeden Fall, wir warten jetzt auf dieses Teil, was ein bisschen langweilig sein könnte und ja. Wir sehen uns gleich wieder, wenn ja, okay. Wenn's da ist. Okay, ciao. Yo, ist da und jetzt. Wir sehen ihn schon jetzt am besten. Wir testen erst noch keinen Kraft machen, aus, wenn das Meer noch da ist. Ja, ich würde schon gleich sprengen. Ja, mit was genau? Ja, ich hab voll viel Zeug dabei hier. Und alles voll. Ich bin cool. Später dran. Ja, ich jetzt noch ein bisschen weg, dann trifft mich dieser Dünnschiss. Der Dünnschiss stimmt, am Anfang lässt es ein bisschen Dünnschiss ab. Jetzt wahrscheinlich staut gelben, immer schon so die auf. Gelben Ball kommt. Bäm. So gelb-grün. Wow, diese Explosion hat sich gefressen. Ja, so ein Hunter. Ja, so super, irgendwie so ein gutes Bass von Plus oder so. Ja, der dann kippt dann später ist schon bereit. Das ist mein cooler Johnny. Ich bin voll dick, immer wieder so Bollen. jo, jetzt geht's los. Sprengen wir gleich in die Mitte, oder? Sprengen wir oder sprengen wir an Beine? Den Darm. Hier wird überhaupt nicht gesprengt, du Idiot, das wird später, wenn es am dran liegt. Gar nichts wird später, ich spreche gleich am Anfang, jetzt schau ein bisschen Damage da rein. Das ist ein Maul, weil ich dir spreche, wenn der Meister spricht. Ich bin euch Meister im Arsch. Jetzt, ich spreche dann schon mal. Währenddessen grüße ich irgendwie die Menschen. Aber bitte nicht in seine Vorderklaue, das ist am allerwenigsten Schaden, was ich auch. Ja, ich versuch's. Du beide jetzt noch verschwinden. Warte, ich immer, weil ich krieg immer diesen Code zusammengedreht. Ganz platzieren, platzieren. Und weg da, weg da, weg da und. Das zeigt super. Keine Wirkung. Okay. Jetzt werden wir natürlich wieder wie immer auf die Beinchen gehen. Am besten mal steht ja, am besten hat es genug Ausdauer und wird dann von den Angriff nicht getroffen. Ja. Als die Entertainment Tour. Ja, diese Beine, die von den anderen Boxen erwähnt oder das Spiel geschaut habt. Man kann die beide rot hauen, was ich mal der Fall sein sollte, halt langsam. Übrigens Leute, heute Abend wird noch unser 1000 Abonnenten-Special größtenteils gemacht worden.
Ihr könnt schon darauf freuen, es wird etwas empfehlen, und zwar es wird mehr über das Mysterium erfahren. Allerdings kein Interview, das noch davor kommt. Echt? Ja. Müssen wir auch noch heute machen. Ja, so den Trailer halt. Ja, da wollte ich es echt immer wohl. Ja. Cool, okay. So. Also das Bein ist jetzt rot, sieht man hier. Ich auf ein anderes. Ich muss so voll die Opfer-Kritik wieder mal lösen. Ich habe die Opfer-Kritik wieder gedreht. Ja. Ja. Ja, weil du der Statist bist. Ich glaube kein Statist. Auch schon Tipps mit, aber zockt auf der Kapitulier. Kommt sie doch hier aus. Das ist weiter aus. Also so ein bisschen dürfen wir da. Du brauchst überhaupt nicht dürre, voll fett. Nein, du wolltest gerade die Hunde, aber du bist nicht sicher. Gott, oh Gott, oh Gott. Ich könnte auch so einen Drachraum schon reinhauen, aber irgendwie ist kein Lust drauf. Und ich rate euch ab von den Hitboxen dieses Monsters zu leicht. Ja, Hitbox zu erklären, der Radius, den wollte getroffen. Der Radius, von wo das Vieh einfach treffen kann, obwohl es einen eigentlich nicht getroffen hat. Ja, ich gehe mal hoch und haue so eine Anti-Drachenbombe mit. Okay. Nein, keine kleine Fass. Ja, der die Anti-Drachenbombe, der da ist. Das ist mir bitte fallen lassen, pass auf, dass du nicht drauf sitzt. Ich hab's nicht fallen lassen, liegt da. Ja, das ist ich hol's doch die andere. Du bist so eklig. Ich bin so eklig. Wie geil. Okay, wo ist ich? Wir sehen hier Nahaufnahmen von Axerions Arsch. Gespielt von der Geo. Ich versuche aber diesmal rauszuspringen, weil es macht voll Damage, wenn das so top ist, wenn diesen dünnen Schüssel herauskommen. Da kann man nämlich auch aufschneiden, aber ich würde es nicht empfehlen, weil es macht einfach sehr viel Damage. Oh mein Gott, Alter, wie dämlich. Oh. Irgendwann reicht es mir auf die Schabe. Ich bin Schaben. Dafür habe ich jetzt das Bein rot geschlagen. Also es war jetzt echt sehr failig. Ich bin die andere Seite runtergesprungen. Ja, du brauchst nicht nochmal zu dokumentieren. Das ist eh schon versäumt. Beschiss. Und nochmal R. Faules Banänchen. Banänchen. Wie Meister Kato Red, das würde ich sagen. Würde. Vermutlich. Das wäre das eine Aktion. Ja, doch. Ich hab grad gedacht, dieser Rauch, wenn ich jetzt hier, das wäre das. Oh, der Clip war ausgegangen. Das ist aber sozusagen spannend. Das war so ultra spannend, dass mein Clip auch hier. Ja. Vor Spannung. Spannung hier bei Dave von der Höhe gezupft von der Höhe von Dave von der Höhe. Guck mal noch Chip. Wow, ich hab immer noch Chip gesprungen, also Chip ist jedenfalls nicht gemeiner. Ich hab noch welche. Nein, ich hab noch welche. Jedenfalls nicht für dich. Gib mal einen Zug. Nein, das kriegt dann zu viel in deiner Nase. So gut. Wenn ich über Pixel gefressen an meiner Hand. Das schon wieder! Oder wird es schlecht, dass ich dich abgelesen bin? Nein, das ist nicht. Okay. Was soll ich doch nochmal getroffen? Der lernt aus seinem Kill, aber das geht nur das zweite Mal. Das ist so süß. Ich dachte, du machst jetzt diesen Dinger, der diesen Clown angeht. Bam!